So, Freunde, was geht in Battlefield 1? Es gibt ein paar News. Und zwar wurden gestern Abend alle Maps und alle Modi, die mit Battlefield 1 zum Spielstart mit dazukommen, mit denen Battlefield 1 startet, offiziell vorgestellt. Wenn euch das nicht juckt, dann gönnt euch das Gameplay, denn ich bin gestern Abend immer wieder eine Runde Lanzangdamm gefahren und ich bin schon länger kein LRV mehr gefahren. Deswegen viel Spaß dabei. Auf jeden Fall die Karten. Und ich fange einfach mal mit den Karten an, die wir schon kennen. Und zwar erstmal Quentin, die kennen wir ja schon aus der Alpha. Und Sinai, die kennen wir ja schon aus der Beta. Ich denke, dazu muss ich nicht mehr besonders viel sagen. Es geht weiter mit einer Karte, auf die ich mich mit am meisten freue. So gern ich ja offene und große Maps spiele, mein Herz gehört ja so ein bisschen dem Close-Quarters-Bereich, dem Infanteriebereich. Und dementsprechend freue ich mich sehr auf Krieg im Ballsaal, Freunde. Und ja, wir machen das hier heute schön in Deutsch. Die Map Krieg im Ballsaal. Ja, geil. Freue ich mich schon, die mit einer Live-Runde so zu beginnen. So, Freunde, was geht Battlefield 1 live heute auf Krieg im Ballsaal? Wahrscheinlich Krieg im Ballsaal, oder? Ja, Freunde, guckt euch das an. So sieht das Ganze aus. Dazu haben wir auch schon die ein oder andere Ingame-Szene gesehen. Ich freue mich mega drauf. Das wird eine super nice und coole Infanterie-Map. Weiter geht's mit einer weiteren Karte, die hier beschrieben wird, dass es dort die brutalsten Nahkämpfe in Battlefield 1 geben wird, und zwar Wald der Argonnen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es hier sehr wenig bis gar keine Fahrzeuge geben wird, vielleicht bis auf ein paar Transportfahrzeuge. Die Map wird auch mit intensiven Infanteriekämpfen beschrieben, mitten im Wald. Das ist so die zweite Karte, auf die ich mich mega heftig freue. Dann geht es weiter mit einer Landungsoperation-Map, und zwar Festung von Four. Hier kämpft man sich durch Sümpfe, Dünen, überwindet Brücken und seichte Buchten und dann verlagert sich der Kampf in die Festung, die ihr da seht. Wahrscheinlich auch sehr stark auf die Modi Rush und Operationen bezogen. Das wird mega geil, an Land kommen, sich da durchkämpfen und dann letztendlich in die Festung eindringen. Und das stelle ich mir sehr, sehr geil vor. Auch eine Map, auf die ich mich sehr freue. Das ist so irgendwie von allem etwas. Erstmal so offen und dann geht's in die Festung rein. Und ich hoffe auch, diese Nahkampfbereiche für TDM, Domination und so weiter spielen dann auch in dieser Festung und dann nicht irgendwie in der Wüste. Ich meine, bei Battlefield ist man sich da nie so sicher, wo sie die Bereiche da hinlegen. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass sich das super dafür eignen wird. Zoe ist eine riesige Wüstenmap mit einem gleichnamigen Kanal. Das ist so Wüste trifft Kanal plus kleine Vororte. Kann auch ziemlich interessant werden. Ich bin gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Auch wie der Kanal da eingebunden wird, ob man da irgendwie rüber muss oder ob der da nur zur Dekoration ist und so weiter. Weiter geht's mit Infanterie und zwar auf der Karte Amiens. Das ist eine Stadtmap mit Gassen, Gebäuden, Brücken und einer Eisenbahnanlage. Was da wohl langfahren wird, ist höchstwahrscheinlich der Zug. Den gibt es hier auch wieder. Aber Stadtmap mag ich. Freue ich mich drauf. Zur Abwechslung wieder mal eine riesige Map und das spielt, ich zitiere, auf den Königsgipfeln der venezianischen Alpen. Wenn die Map gut designt ist, dann kann das ein richtig geiler Kampf da werden, vor allem mit den ganzen Bergen und Hügeln als Deckung. Ich meine, wir hatten ja sowas Ähnliches schon mal, aber noch nie so wirklich richtig. Altaigebirge aus Battlefield 4, das war halt jetzt, ja, es geht besser und das hier könnte das Bessere sein, das könnte wirklich eine echt heftige Map sein. Die letzte Karte am Rande des Reichs spielt an einer Küste, Kriegsschiffe werden hier eine sehr große Rolle spielen und dann Infanteriekämpfe entlang der Küste in italienischen Dörfern, die durch die Schiffe ziemlich zerstört wurden. Das sind alle Maps, mit denen Battlefield 1 starten wird. Die Modi sind auch alle bekannt. Den Großteil davon muss ich euch wahrscheinlich nicht erklären. Allerdings gibt es ein paar Änderungen, wie zum Beispiel in TDM. Oh, was eine Überraschung. TDM ist in Battlefield 1 mit dabei. Da ist es nämlich so, dass in regelmäßigen Abständen auf der Karte irgendwo eine Elite-Klasse-Waffe spawnt. Das ist jetzt nichts Schlimmes, das ist jetzt nichts Böses. Ich meine, Elite-Klassen sind jetzt nicht so ultra stark, dass man davor Angst haben muss oder die sich unbedingt schnappen muss. Es ist nur ein nützlicher Fakt. Feuerschaft ist TDM mit Flaggen. Allerdings steht da nicht dabei, dass da eine Elite-Klasse spawnt. Vielleicht ist das auch noch veraltet. Dann gibt es Rush, Eroberung, Operationen. Da kämpft man sich ähnlich wie in Rush durch verschiedene Abschnitte und kommt damit auch auf andere Karten. Und zu guter Letzt der Kriegstaubenmodus. Den habe ich euch ja auch schon gecallt und erklärt, wie der funktioniert. Kurze Zusammenfassung. Irgendwo auf der Map spawnt eine Taube. Beide Teams müssen die versuchen zu fangen, festhalten, eine Nachricht abschicken. Und dann wird das jeweils andere Team gebombt von Artillerie. Was euch vielleicht aufgefallen ist, wo ist Luftüberlegenheit? Ja, der ist anscheinend im Startspiel nicht
mit drin. Ich denke mal, der wird mit den ersten DLCs kommen und dann können wir auch Luftüberlegenheit spielen. Auch ein Modus in Battlefield 1, auf den ich mich sehr freue. Freunde, das waren die Neuigkeiten. Den Großteil davon habe ich euch ja schon in Videos gecallt. Allerdings ist das Ganze jetzt offiziell und ich wollte euch das nochmal offiziell zusammenfassen. Schreibt doch mal in die Kommentare, auf welche Map und vor allem auch in Verbindung mit welchem Modus ihr euch am meisten freut. Denn zum Beispiel diese Festungsmap auf Rush oder Operation, boah, da freue ich mich echt mega drauf. Schreibt in die Kommentare, welche Map in Verbindung mit welchem Modus gefällt euch am besten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben, ein Like. Dickes Danke geht raus an euch für einen heftigen Support. Vielen Dank. Wenn ihr auch keine weiteren Battlefield-Videos verpassen möchtet, freue ich mich auch sehr über ein Abo. Jeder ist herzlich willkommen. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag, Freunde. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Bis dann, haut rein und tschüss.